Gesundheit! Gott sei Dank! Endlich bin ich da rausgekommen. Ich wäre fast erstickt. Wie lange warst du denn in dem Buch? Oh, das ist eine lange Geschichte. Ich bin übrigens Geo, der Bücherwurm. Hallo, ich bin Ruth. Und du bist mit Kapitän Schaumbart verwandt. Kapitän Schaumbart hatte eine alte Schatzkarte gefunden. Und so stach er mit seiner Crew, Turtle, Quatsch, Coco und mir ins See. Und nachdem wir 3 Wochen lang gesucht hatten, haben wir den Schatz endlich gefunden. Kaum ausgegraben, hatte sich unser Fund auch schon herumgesprochen. Und bevor wir uns versahen, waren da unzählige Leute, die auch an dem Schatz Interesse hatten. Schaumbart versah die Truhe mit 3 Schlössern, damit niemand etwas stehlen konnte. Einen Schlüssel gab er Turtle, den unter seinem Panzer versteckte. Einen gab er Quatsch, weil der sich aus allem herausreden konnte. Und einen gab er Coco, dem schnellsten von uns allen. So war Schaumbart überzeugt, dass der Schatz sicher war. Doch er hatte nicht mit Hexana gerechnet. Die wollte nämlich auch an den Schatz heran. Natürlich konnte sie die Truhe nicht öffnen. Als Schaumbart sich weigerte, ihr zu verraten, wo die Schlüssel waren, wurde sie so böse, dass sie sein Schiff von einem Wirbelsturm zerstören ließ. Wir wurden in alle Winde verstreut. Ich konnte mich in Schaumbarts Logbuch verstecken und so landete ich hier. Das Schiff sank bis auf den Meeresgrund und dort soll Schaumbart jetzt leben, umgeben von Meerjungfrauen und Wassermännern, denen er seine Piratengeschichten erzählt. Hilfst du mir, Turtle, Quatsch und Coco wiederzufinden? Ich habe keine Ahnung, wo sie jetzt sind. Wenn wir sie finden, kannst du alles haben, was in der Schatztruhe ist. Außerdem hast du einen Wunsch frei. Einen Wunsch? Was immer du willst. Wenn du auf die Schatztruhe klickst, wird das Spiel gestartet. Die besten Spieler kannst du dir ansehen, indem du auf das Treppchen klickst. Wenn du das Spiel verlassen willst, klick mich einfach im Türrahmen an. So, und damit hallo und herzlich willkommen bei Hugo Fantastische Welt. Ja, bei ein bisschen Nostalgie möchte man fast sagen, denn dafür sind wir ja bekannt, euch wieder zurück in eure Kindheitserinnerungen zu holen und das wollen wir heute mit einem Hugo-Spiel machen. Das hast du sehr schön gesagt. Ja, natürlich. Alles, was ich sage, ist wunderschön. Oh mein Gott. Also ihr hört, Hannes strotzt heute vor Arroganz, möchte man schon sagen. Hey. Gesundes Selbstbewusstsein. Wir beginnen natürlich sofort. Ich habe bloß eine Frage. Wir suchen den Schatz. Ja. Okay, kann ich verstehen. Ja. Aber wozu suchen wir ihn, wenn wir dann alles darin behalten dürfen und noch einen Wunsch frei haben? Was kommt denn dann für den Bücherwurm raus? Das macht doch gar keinen Sinn. Hätten sie Hexana den Schatz eigentlich auch geben können? Naja, vielleicht möchte er uns erfreuen, weil wir ihn aus dem Buch befreit haben. Bevor er an den ganzen Spänen erstickt wäre da drin. Aha. Naja gut, okay. Dann war ja nur mal so eine Frage. Dann, let's begin. Jetzt musst du den Schwierigkeitsgrad wählen. Je größer der Globus, umso kniffliger wird es. Dachte ich mir schon. Das Spiel ist übrigens von 6 bis 12 Jahren. Eigentlich müssten wir die schwerste Stufe auch schaffen, aber ich habe immer Angst, weil wir schon viele Spiele hatten, die scheiße waren zu uns. Also das Ding ist, ich nehme immer gerne die goldene Mitte,
weil zu leicht wollen wir es nicht haben. Aber man möchte natürlich schon durchrutschen und jetzt nicht 5 Stunden einem Rätsel hängen bleiben. Aber schon erbärmlich, in einem Kinderspiel muss man Schwierigkeitsgradmittel auswählen. Und wir müssen das Spiel durchspielen, das kommt ja auch noch dazu, weil der kein Speicherding hat. Deswegen, wir nehmen die goldene mit und würdest du die schwerste Stufe nehmen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich meine, normal denkt man bis 12 Jahre sollte man eigentlich schaffen. Also die schwerste Stufe, mir ist es egal. Ah ja, komm, wir machen dann. Okay. Sieh her. Scheiße. Ich sehe her. Hier ist eine Weltkarte. Das hab ich nur gemacht. Mhm. Das kleine rote Flugzeug zeigt dir, wo wir gerade sind. Ja. Mhm. Und wohin fliegen wir? Ich weiß nicht. Einfach mit der Maus auf einen Ort, den du sehen willst. Ja. Und ab geht's. Okay. Aber vergiss nicht, auf die Treibstoffanzeige zu achten. Ist okay. Yep. Als Belohnung für jede erledigte Aufgabe bekommst du neuen Treibstoff. Ja. Lass doch mal den Bücherwurm. Mehr musst du eigentlich gar nicht. Die ganze Welt liegt dir zu Füßen. Keine Angst. Huh? Moment. Ich bin immer in der Nähe. Hör auf, dich zu bewegen. Ich habe gar nichts gemacht. Natürlich, du hast deine Maus bewegt. Wo ich sie vorhin bewegt habe, hat er nochmal geredet. Ja, also ich muss euch jetzt dazu sagen, ich bin in Geografie eine Null. Eine absolute Null. Ja. Wenn ich sage Null, meine ich eine Null. Ich bin jetzt auch nicht so krass drauf. Ich weiß jetzt nicht mal, wo wir hinfliegen. Weißt du's? Moment. Ich muss mich kurz orientieren. Also da ist so... Da unten ist Italien. Ach, das da Italien ist, habe ich mir auch gedacht. Da ist Australien. Also Russland wird es kaum sein. Ich habe keine Ahnung. Also, klick mal hin. Wir klicken mal gut auf die Treibstoffanzeige auf. Ja, jetzt weiß ich auch genau, wo wir hinfahren. Ich hoffe, du gerne, nicht so gern. Weil du mir hier helfen sollst, die Flaggen aus der Flaggenfabrik zu bemalen. Hinterher kannst du deine eigenen Flaggen bemalen. Nein, danke. Aber zuerst musst du die malen, die ich dir hier zeige. Warum sehr muss gut. ich das eigentlich? Voilà, das ist die Flagge von Armenien. Merke dir, welche Farben auf der Flagge vorkommen. Dann kannst du sie nachmalen. Rot, blau, okay. Hier ist die nächste Flagge. Deutschland, okay. Die ist aus Deutschland. Die letzte Flagge, die du bemalen sollst, kommt aus Schweden und sieht so aus. Wenn du Fragen hast, frag deinen kleinen Freund Geo, den Bücherwurm. Rot, blau, gelb. Also rot, blau, gelb. Blau, gelb. Wenn ihr übrigens Bohrgeräusche hört, das ist unser toller Nachbar, der gerade beschlossen hat. Och, ich bohr jetzt mal ein bisschen. Samstag ist für ihn immer eine Einladung. Boah, jetzt könnte ich mal wieder meine Wohnung zu Schweizer Käse verarbeiten. Mhm. Genau, schwarzer Gold, Deutschland. Gold und danach kommt Schweden. Schweden, ganz cool. Blau. Gutes Gedächtnis. Gelb. Naja, was heißt gutes Gedächtnis? Ne? Ist halt. Gut. Das war einfach. Noch. Die Flagge ist fertig. Yeah. Vielen Dank. Bitte schön. Tschüss, Ruth. Tschüss. Das war ein Kinderspiel. Und wir haben jede Menge Treibstoff bekommen. Sehr gut. Sehr weiter gut. Geht's. Jetzt weiter geht's. Fliegen. Super. Auftanken, bitte. Ach, ich krieg alles, weil ich alles geschafft habe. Oder? Oh, ich bin so ein Gott. Nicer Scheiß. Okay. Guckst dir an, wir können die Welt umrunden. Ja, und wie geht's jetzt weiter? Klicken vielleicht. Achso. Das wir können alles ist Grönland. Bereisen. Schade, warum steht das eigentlich nirgendwo da? Das ist Japan. Das weiß ich nicht. Mir ist eigentlich egal, was du anklickst, weil mich interessiert sowieso alles. Ich bin für Japan. Pass gut auf die Treibstoffanzeige. Warum sagen sie das denn nicht? Wir fliegen nach Japan oder so. Ich fände das einfach mal ganz schön. Ist doch Japan, oder? Wir mal dein Gedächtnis. Japan. Ich habe meine alten Urlaubsfotos aus der ganzen Welt hervorgekramt, aber sie sind total durcheinander. Wie denn ohne Arme? Kannst du mir helfen, sie paarweise zu ordnen? Ich meine ja nur. Wenn du auf ein Bild klickst, dreht es sich um. Dachte ich mir. Schau es dir genau an. Und klicke auf wir das Viereck, das Prinzip von dem du Memory. Denkst, dass das gleiche Bild darauf ist. Jeder. Können wir? Hört sich nicht allzu schwierig an, oder? Bitte. Wenn du Probleme hast, sag Bescheid. Hab Probleme. Viel Spaß. Hallo, ich habe Probleme, habe ich gesagt. So. Sushi, Piranha, No, Crocodile. Ich mache das immer nach den. Aha. Gut gemacht. Immer nach dem einfachen. Oh, ein Chamäleon. Haben das? Wer hat nicht eins war zu Hause? Das? Nee, das war ein Piranha, ist okay. Soll ich dir auch sagen können? Okay, alles neue Sachen. Ah, Chamäleon. Die war. Ja. Was ist das? Was ist denn damit gemeint? Einfach nur ein Dschungel. Bald geschafft.
Gut. Zwei gleiche das Sturchenzwerg. Ja, zwei gleiche Bilder. Wir haben es bald geschafft. Was du nicht sagst. Ah, die Zwerge wieder. Wir haben es bald geschafft. Die Zwerge wieder. Der Bus. Ja. Ah, Crocodile. Wir genau. haben es bald geschafft. Jura. Ja. Yeah. Sprit, bitte. Danke für deine Hilfe. Wohin bitte? Geht's jetzt? Ich weiß nicht. Naja, lieber ein bisschen als gar nichts. Was? Bist du Depp? Was? Einer? Boah, das ist bitter. Ach, so schlecht war ich noch. Du hast nur einen Fehler gemacht. Nein, oder? Ich habe drei gemacht. Drei. Aber so schlimm war es jetzt noch. Okay. So schlecht war ich noch, oder nicht? Ja, die ist schon knausrig, die Alte. Na? Also, auch nicht. Aber gute Reise. Ja, ja. Oh, warte, jetzt muss ich das. Ich konnte mich erinnern, dass bei diesem Spiel die Länder angesagt werden. Voilà. Das Norwegen. Ist die Flagge von Schade. Norwegen. Okay. Merke dir, welche Farben auf der Flagge vorkommen. Dann kannst du sie nachmalen. Okay, Norwegen. Hier ist die nächste Flagge. Die ist aus Jamaika. Nein, nicht Brasilien. Weil ich da hinten jetzt Brasilien gesehen habe. Die du malen sollst, kommt aus Rumänien. Und sieht so aus. Blau. Wenn du Fragen hast, frag deinen kleinen Freund Geo, den Bücherwurm. Ich werde schon wieder vergessen, welche wir zeichnen sollen. Also ich weiß, hier kommt irgendwie weiß. Norwegen, ne? Und blau. Das ist richtig, oder? Sieht richtig aus. Gut gemacht. Ja. Sieht zumindest so aus. Okay. Das Jamaika. War Jamaika. Ein grün, ne? Alles grün? Nee, ne? Nee, nicht alles. Schwarz kommt oben hin, oder? Ich bin grad... Ja, genau. So ist, glaube ich. Oder? Nee, warte mal. Die Seiten sind, glaube ich, schwarz. Bei mir sieht das falsch aus. Das sieht auch falsch aus. Ja, so. Jetzt schon eher. So ist richtig. Gutes Gedächtnis. Ja, gut. Ich hatte jetzt schon ein bisschen Angst. Das war nicht Rumänien. Oh mein Gott. Ich hab vergessen, mein Gott. Ich hab ein Gehirn wie ein Sieb, ey. Nehmt euch kein Beispiel an mir. Rot, blau oder blau-rot, orange? Blau, mit Blau ging's los, glaube ich. Rot, blau, gell? Okay. Meinst du? Nee. Also das stimmt. So, das sieht doch gut aus. Das war aber falsch. Ich weiß aber das Land nicht mehr. Was war das für ein Land? Dummer Bücherwurm. Hallo? Der Bursche, für den du malst, ist ein totaler Affe. Ja. Macht aber nichts. Tauch einfach den Pinsel in den Farbtopf, den du verwenden willst. Danke. Klick auf die Maus. Toll. Und der welches Pinsel Land ging es denn nochmal? Ich brauche eine Ansage. Klicke dann auf ein Feld auf der... Ich weiß doch, wie es geht. Ja, genau. Ich weiß es jetzt nicht. Ich glaube, es ist falsch, aber... Nicht aufgepasst. Ach so. Die Flagge hat diese Farben. Okay. Vielen Dank. Tschüss, Ruth. Ja, tschüss. Niemand hat behauptet, es wäre ein Zuckerschlecken. Ja, na bitte. Und wieder ein Spritzer mehr im Tank. Scheiße. Ey, wir waren so gut und jetzt sowas. Ja, jetzt da hatte ich... Ja. Geht schon wieder los, ne? Gut anschnallen. Aber gut, jetzt wir haben ja nie behauptet, ab. Dass wir... Unser Ziel ist Indien. Ah, Indien. Jetzt warum hat Indien. Sagt er das hier jetzt denn? Was hey, Ruth. Oh, der Affe. Im Wurfzelt, wo du einen Laden Treibstoff gewinnen kannst. Ja, und den Schlüssel bitte. Du musst nur die Tomaten werfen und die Tiere treffen, die nicht zum Hintergrund passen. Nicht zum Hintergrund. Wenn du ganz schlau bist und 40 Punkte schaffst, gewinnst du den ersten Preis. Und weißt du, was das ist? Der Schlüssel. Der Schlüssel. Na. Probleme? Frag einfach den kleinen Probleme. Freund Geo, den Bücherwurm. Ach du Scheiße, deine der Affe ist unheimlich. Tomaten. Wirf sie, wann du willst. Moment. Du gehörst dahin. Du, ich weiß nicht, gehörst ja, du hin? Du gehörst nicht hin, oder? Oh Gott. Das ist ja ein Kinderspiel. Ja, es ist ein unglaubliches Kind. Sind wir gerade in der Savanne, oder? Ich weiß, was ist denn das? Wüste, ja, Skorpion gibt's auch in der Wüste. Es gibt halt in verschiedenen Lebensräumen, die Viecher, ne? Ist ja voll doof. Oh, Scheiße. Ich möchte bitte ein anderes Hintergrundmotiv, weil ich hab... Ja, das Eichhörnchen passt nicht. Ein gutes Auge fürs Wesentliche. Ich habe ein gutes Auge fürs Wesentliche, ja. Das glaube ich jetzt eher nicht, aber schön, dass du das sagst. Ja, dieses komische Moschustier da passt nicht. So, wirfst du hin? Du, das ist gar nicht so einfach. Hm. Wir sollten uns wieder auf den Weg machen. Oh, das komm war. Komm mal wieder bei mir vorbei.
Na bitte. Kam wohl nicht und so gut an. Spritzer mehr im Tank. Ja, immerhin drei, ne? Aber besser ich will den null. Schlüssel. Was haben wir hier? Das ist Grönland. Ja, den Schlüssel kriegen wir nur in manchen... Achso, ja gut, bei ihm ist das ein Schlüssel. Nach Russland. Russland. Wie kam ich jetzt auf Grönland? Wartet. Russland. Hoffen wir mal, dass alles nach Plan läuft. Ja. Deine Aufgabe ist es, die Flaschen aufzusammeln, die den Wasserfall herunterfallen, okay, und sie in die richtigen Postsäcke einzusortieren. Oh, oh, der erste Postsack ist aus der USA. USA. Okay. Und retten ist die Umwelt. Aus Russland. Russland. Und der dritte ist aus England. Okay, ist mir alles ein Begriff. Ich kenne mich da mit der Kultur relativ gut aus. Das ist gut. Das haben wir hier. Das ist Amerika. USA, ja. Hey, USA. Ich tue da nein. Hey, du legst ja richtig los. Ja, natürlich. Ja, nächste. Moskau, Russland. Moskau. Der Postbote. Yeah. Wieder Ruski. Du legst ja richtig los. England. Ja, du England. Für diesen Doppelstock. Das England. Auch England. Du wärst ein guter Postbote. Klar wäre ich das. Du wärst ein gut, bisher Postbote. Ist es noch leicht. Das du ist England. Bist der Flaschenkönig. Ich bin der Flaschenkönig. Das, ich weiß bis nicht, ob das... Dann. Was machst du? Ups. Das war Amerika, das war die Freiheitsstatue. Entschuldigung. Ich bin wurmglaublich glücklich, dass du so viele Flaschen richtig hast. Wurmglaublich glücklich. Jetzt können wir unsere Schlüsseljagd wieder fortsetzen. Scheiße. Nicht schlecht. Wir bekommen einen gibt's weniger. Eine Menge Treibstoff. Oder zwei sogar. Hm. Meistens eine falsch hatte. Ja, aber du weißt nicht, wie du bei der Freiheitsstatue auf einmal auf England kommst. Es war nicht die Queen. Ich war irgendwie bei New York, habe ich irgendwie an England gedacht. Ich habe keine Ahnung warum. Nein. Das ist Deutschland, oder? Das sieht irgendwie aber nicht so geformt aus wie Deutschland. Ich hör mal hin. Aber gute Reise. Toll. Okay. Ich möchte dann nachher übrigens wieder versuchen, dahin lass zurück. Lass uns mal eine Pause machen. Ah, ich glaube, das wird verzogen vom Bildschirm ein bisschen. Während du isst, erzähle ich dir ein bisschen über das Land, in dem wir gerade sind. Wir befinden uns in Deutschland. Doch! Ja, aber das ist so verzogen. Werden viele der größten Autos hergestellt. Einst war Deutschland in Ost und West geteilt. Aber heute ist es ein großes Land, dessen Hauptstadt Berlin ist. So, das war's. Und jetzt haben wir Spaß. Von mir aus gerne. Ich bin dabei. Los, weiter geht's. Wohin sollen wir jetzt? Der Mund hat sich nicht bewegt. Aber ist okay. Oh, schade, ich wollte eigentlich wieder zurück. Was haben wir jetzt hier? Pass gut auf die Treibstoffanzeige. Weil dadurch, dass wir das auf dem kompletten Bildschirm spielen, ist das ein bisschen verzogen. Deswegen sehen die Länder so ein bisschen breiter aus. Hella, ich heiße Quark. Ich weiß nicht, ob du mir helfen kannst. Hallo, Herr Quark. Eine bestimmte Melodie Hexana wird gesucht. Hier, die vor vielen Jahren im Musikcafé gespielt wurde. Okay. Ich suche drei Musiker, die Melodie spielen können. Okay. Komm herein und hör dir das Band an. Irgendwie ist dein Hemd du zu eng. Du brauchst dir nur das Band anzuhören und ein paar Musiker auszusuchen, die du auf die Stimme? Bühne schickst. Okay. Es gibt verschiedene Musiker, die die typischen Instrumente ihres Heimatlandes spielen. Okay. Drücke die Pfeiltaste aufwärts oder die Pfeiltaste abwärts. Unter jedem Bühnenabschnitt befinden sich vier Knöpfe. Die ersten drei Knöpfe sind verschiedene Melodien. Der vierte Knopf ist der Start- und Stoppknopf. Wenn du glaubst, es ist die gleiche Melodie wie auf dem Band, dann klicke auf die OK-Hand. Vergiss nicht, Geo, der Bücherwurm, kann dir helfen. Ja, ist doch... Ich muss dazu sagen, das ist mein absolutes Lieblingsmusikinstrument. Ich glaube, die Panflöte ist ursprünglich bekannt aus Peru, oder? Oder kommt die aus einem anderen Land ursprünglich? Kann sein. Ich weiß da jetzt noch irgendwas. Kann man das Originalband eigentlich zwischendurch wieder anhören schon, ne? Ja, ja, natürlich. Genau, diese Bongo-Mongos hier. Nee, nee, das... Das ist zu leise. Das passt nicht, ja. Das sind irgendwelche anderen Trommeln. Jetzt passt's. Yep. Das ist ja exakt. Musste ich ja nicht viel verstellen. Super. Das passt. Hurra! Hurra! Du hast Quarks neue Band gefunden. Jawohl. Bitte. Und wieder ein Spritzer mehr. Warum?
Warum nicht voll? Hallo? Wahrscheinlich, weil du einmal einen Fehler gemacht hast. Ich habe doch keinen Fehler gemacht. Nee, stimmt, du hast eigentlich gewechselt und dann... Ich habe nur kurz ausgewechselt. Vielleicht hat es denen zu lang gedauert, dem Maestro hier. Ja, Arschlecken, hallo? Und was haben wir hier? Pass gut auf die Treibstoffanzeige auf. Na sicher. Muss ich ja. Ich finde es übrigens blöd, dass wir gerade... Lass uns mal eine Pause machen. Ach, schon wieder. Okay, ich habe auch schon Hunger. Ich aber nicht. Während du isst, erzähle ich dir ein bisschen über das Land, in dem wir gerade sind. Ja, mach das. Wir befinden uns in Ägypten. Es ist das Land der Pyramiden und Mumien. Es ist auch die Heimat des Nil, des größten Flusses der Welt. In Ägypten gibt es Öl und Baumwolle. Die Hauptstadt ist Kairo. Lustig. So, das war's. Habt ihr nicht gedacht, und hä? Und jetzt haben wir Spaß. Von mir aus gerne. Ich bin dabei. Los, weiter geht's. Sie ist voll die geile Bauchrednerin. Mhm. Total. Wohin Was sollen wir jetzt? Was mich jetzt total nervt, ist ja... Ja, pack mal aus. Dein Nerv-Repertoire. Ist ja jetzt irgendwie, dass wir so wenig Treibstoff kriegen. Und da machen wir ständig irgendwo Pause. So kriege ich... Als nächstes besuchen wir Kenia. Kenia. Okay. Kenia. Gut. Na, oh, jetzt darf ich fliegen. Ja. Yeah. Ich weiß nicht genau, wie mache ich das mit... Oh, weißt du, dass du Pfeiltasten benutzt. Oh, what the fuck, Alter. Das habe ich gemerkt, weil er zwischendurch gestoppt hat. Jetzt geht's ab. Treibstoff. Ich Dadurch, komme. Das, ich glaube, das ist immer... Nee. Alles gut. Okay. Ich glaube, das ist immer, Angst, wenn man wenig Treibstoff hat, dann... Und boah, dann der reagiert spielen. Voll spät erst. Wow. Oh Gott, wir werden sterben. Okay, doch. Boah, der reagiert voll spät. Ja, das ist, mein Gott, das Spiel ist jetzt nicht gerade auf die moderne Steuerung ausgelegt. Ne? Was will man machen? Hey, hier sind mir zu viele Bomben am Himmel. Was soll denn das? Weg da, ihr Vögel. Sonst schreddern wir euch. Ich habe das nicht ernst gemeint. Ja, okay, unser Treibstoff geht langsam ein bisschen... Das war's schon? Dafür? Ja komm, das hat sich ja gar nicht gelohnt. Nee, hat sich auch nicht gelohnt. Aber... Ja, super, außer dass wir mehr verloren haben als gewonnen. Ja. Danke, Spiel. Schau dir die Weltkarte an. Alter, hast du unseren Sprit Siehst gesehen? Du das Land, das rot gesehen. Blinkt? Ach du Scheiße. Das Feld entspricht Saudi-Arabien, okay. einem Land in Afrika. Schauen wir uns dieses Land einmal genauer an. Nein. Jawohl. Auf dem Holzbrett zu deiner Rechten stehen drei Gegenstände. Öl. Welche Gegenstände gehören nicht zu Saudi-Arabien? Achso, dann Ägypten und der Tiger. Klicke die OK-Hand in der linken unteren Ecke an. Okay. Klicke einfach mich an, wenn du irgendwelche Fragen hast. Ich habe eine Frage. Woher soll ich das alles wissen? Ich weiß es doch, habe ich doch gesagt. Okay. Gib uns lieber Sprit, du kleiner Bücherwurm. Ägypten. Einem Land in Afrika. Okay. Gut. Das gehört nicht zu Ägypten. Was mit dem? Der auch nicht, oder? Das auch nicht, nein. Geben wir solche Geräusche von sich? Super nein, die niesen nur so süß. Italien, das kenne ich. Italien, einem Land in Europa. Also der Tiger... Das ist jetzt... Das gehört zu Italien. Ja, ja. Zu Venedig. Aber das auch? Nein, das stinkt hier nicht. Was war das für ein Geräusch? Na, egal. War das falsch, oder? Stinkt hier. Du kommst ja prima alleine zurecht. Man hier aber auch. Kleiner Bücherwurm, du. Was ist das? Norwegen. Ah, ja. Einem Land in Europa. Känguru gehört nicht dazu. Nope. Obwohl sich die Norweger wahrscheinlich freuen würden über ein kleines Känguru. Das Geräusch. Okay. Grandios. Beim Abriss einer Pyramide gibt es so ein Geräusch. Australien. Cool. Australien. Ja. Einem Land Möchte ich auch gerne mal hin. Und Neuseeland. Makes auch. Sense. Ja. Australien. Ja, weil Australien ist ja ein eigener Kontinent. Ein Land in Australien. Ja. Das gehört. Nope. Nicht dazu. Das wahrscheinlich auch nicht. Ein Krokodil auf jeden Fall. Stinktier. Ich weiß gar nicht, ob es Stinktiere in Australien gibt. Gute Frage. Sind jetzt nicht so prädestiniert, oder? Würde ich jetzt sagen. Gut gemacht. Okay, gut. Zeit weiterzuziehen. Bitte jetzt auftanken. Auftanken, bitte. Schau dir das mal an. Ja, ja. What the fuck? Entschuldigung. Kaum spielen wir ein Kinderspiel, packen wir sofort wieder ab, ey.
Was ist das jetzt? Südafrika. Schmeißen wir den Propeller an. Südafrika. Auf uns wartet. Ich muss mich unbedingt mehr mit Geografie beschäftigen. Ich heiße Quark. Schon das vorbei bei uns beiden. Nur das Band anzuhören. Schon vorbei bei uns beiden. Musiker auszusuchen, die du auf die Bühne. Kann ich alles können. Warte mal kurz. Das ist ein Dudelsack. Dann sind es die Bongos. Oi, ich bin so traumatisiert also von Dudelsäcken. Was haben wir denn noch unten? Das Keyboard. Genau, jetzt fehlen nur noch die Trommeln. Das müssten jetzt, glaube ich, die kleineren sein, ne? Warte mal. Sollten die kleineren sein. Oh, kleine Affe, du. Spiel mal. Mach mal auf uns. Müsste aber passen. Ja, ich denke auch. Sollte eigentlich passen. Nicht schlecht. Was? Nah dran. Nein, er war eins weiter. Wie, er war eins weiter? Scheiße. Unten. Das war nicht in der Mitte, sondern außen. Das hat wohl nicht geklappt. Was? Wegen einem kleinen Fehler? Was? Was ist eigentlich, wenn wir keinen Treibstoff haben? Unsere Sondern Reise ist tot, oder? Ist unsere Reise hinüber? Explodiert unser Flugzeug. Aber gute Reise. Scheiße. Du wolltest auf der schwersten Stufe. Danke, Hannes. Bitte, Melly. Ach was! Error. Ich kann nichts machen, Leute. Geflügelter Drache an Tower, wir stürzen ab. Ja. Okay. Das war's. Ui, da bist du wohl aus dem Cockpit gefallen. Probieren wir es nochmal, wenn du so weit bist. Macht mir Storch da eigentlich. Könntest du das nächste Mal aufpassen, wo du landest? Ach du Scheiße. Das war ja mal gar nichts, Leute. Geil, diese ganzen vorgefertigten Highscores. Voll. Leute, das war nix. Das war schlecht. Wenn du auf die Schatztruhe klickst, halt das bitte eine Klappe. Schauen wir mal kurz auf den Timer, was der sagt. Ja, ich glaube, der ist schon bei einer halben Stunde. Ja, tatsächlich. Ja, okay, Leute, das war nix. Dann nutzen wir das jetzt, um einen Cut zu machen. Das war peinlich. Ja, spart euch böse Kommentare. Wir sind normal nicht die Klügsten. Nein, mein Gott. Also das war das ist echt halt Spaß und peinlich. Wir hoffen, dass es euch trotzdem gefallen hat. Wir sehen uns natürlich in einem neuen Video, weil hey, wir wollen den Schatz. Ich meine, hallo? Ja, wir haben das noch nicht mal einen Schlüssel, ne? Traurig, aber wahr. Das ist peinlich. Geografisch, ich habe euch gesagt, ich bin eine Niete. In Geografie kenne ich mich gar nicht aus. Ich weiß nicht mal, wo die einzelnen Länder liegen. Und ich merke, ich sollte mich mehr mit Geografie beschäftigen. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Trotzdem, wenn es dann so ist, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Dann lasst uns gerne ein Feedback, ob euch das Video dann gefallen hat, ob wir damit eure Wünsche ansprechen, eure Interessen. Ja. Ich denke, so dumm wie wir uns anstellen, unterhalten wir euch auf jeden Fall. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr gerne jederzeit unseren Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Natürlich auch die Glocke aktivieren. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, was auch immer. Von mir gibt es nichts mehr zu sagen. Von mir auch nicht, ich will weiterspielen. Also, ciao. Bis dann.